Die Problematik ist nur, wenn die Landung auf dem Hudson 100-mal gut gegangen ist, dass schlimmstenfalls einige Passagiere nasse Füße bekommen haben, sonst ist nichts passiert, dann wird diese Landemethode in der Meinung der Bevölkerung zum Normalfall. Dann kann ja nicht so viel passieren. Und bei unserem Blackout, wo Sie sagten, bei uns ist ja praktisch, oder vor 20 Jahren war mal ein wesentlicher Blackout, da war es aber noch nicht so kritisch wie heute. Sie haben ja einige Argumente genannt, warum es ja heute in der Tat zur Katastrophe führt, weil in der Tat nichts mehr funktioniert. Und wir sind an eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Der Chef des Aldi-Ladens, der fährt in seinen Aldi-Laden hin, dann steht er davor, da geht die Tür gar nicht auf, weil die ja irgendwie elektrisch betätigt wird. Das hat aber keinen Zweck, wenn er reinkäme, da geht die Kasse ja nicht. Der kann also alle Käufer, die gerade kommen, kann nach Hause schicken, das hat sowieso keinen Zweck. In der Bank bekommen sie gehen auch die Türen nicht auf, da steht der Sparkassenmann davor, die Tür geht nicht auf. Selbst wenn er sie mit technischer Mittel aufmacht, hat es auch keinen Zweck, weil die Automaten ja alle nicht funktionieren. Das heißt, Sie haben noch viele Argumente richtig genannt. Wir würden in eine Katastrophe hineingelangen und die Leute würden am dritten Tag verhungern, weil es gar nicht anders geht. Deswegen können wir nur hoffen, dass es in der Tat nicht passiert. Aber andererseits kann ich so als Techniker mir nur wünschen, dass es mal passiert. Denn wenn wir nur immer von theoretischen Möglichkeiten sprechen, dann glaubt man uns nicht mehr. Und es ist inzwischen so weit gekommen, man glaubt uns das schließlich einfach nicht. Als ich meine Diplomarbeit machte, das war 1965, da musste ich die notwendige Reserveleistung der Kraftwerke, die im Verbundnetz einspeisen, berechnen. Da wurde mir vorgegeben von dem Professor, der mich ja betreute, eine Sicherheit musste zugrunde gelegt werden von 10.000 Jahre pro Tag, das heißt 10.000 Jahre Betrieb, dann darf ein Tag ausfallen. Sie haben eben gehört von Herrn Bernser, wir haben zurzeit 15 Minuten, also nicht den ganzen Tag, sondern 15 Minuten, mal können Sie umrechnen, das ist eine Sicherheit von 99,9999, also 4 Neunen hinter Komma Prozent unserer Netzsicherheit. Und die Bundesnetzagentur, die DENA in Berlin, hier die Netzgesellschaft, der Herr, die haben mal berichtet, dass die Windenergie oder die Windleistung, besser gesagt, zu 6%, mit 99%iger Sicherheit zur Verfügung stand. Da hat keiner, auch von den großen EVUs oder von den Übertragungsnetzbetreibern, protestiert aufgrund dieser Angabe, weil alle gesagt haben, ach 99%, das ist ungefähr 100%, das ist also, und mit 6% können wir jetzt rechnen. Wenn die Lufthansa mit 99%iger Sicherheit fliegen würde, dann wäre jeder 100. Flug der letzte, im Mittel. Ja, bei manchen der 50., bei manchen der 150. Jeder 100. wäre der letzte. Deswegen fliegt die Lufthansa auch so etwa mit 99,9999. Wenn Sie das umrechnen, dann ist jeder millionste Flug der letzte, jeder millionste. Wenn der Berufspilot nach 40.000 Flügen, die hat er dann in seinem Leben absolviert, nach Hause kommt, dann kann er zu seiner Frau sagen, ach, mein Beruf, der war dort nicht gefährlich, ich habe jetzt noch 960.000 Flüge gut. Und dann muss ich am Hudson landen. Und dann kann so ein Fall kommen. 960.000 hat er noch gut. Dann können Sie schon sehen, welches hohe Sicherheitsniveau wir im Netz integriert hatten, damit genau das nicht passiert, was Herr Bernser sehr richtig dargelegt hat. Aber andererseits hat es einen großen Nachteil, weil es nicht passiert, glauben Sie das keiner. Und inzwischen hat man diese 99,999 auch angekratzt. Wir sind vielleicht jetzt bei 99,9 oder 99. Und dann passiert nämlich auch nichts, das ist das Problem. Ja, dann passiert auch nichts, dann haben sie eben 267 Eingriffe, aber wenn die Eingriffe doch alle erfolgreich abgelaufen sind, dann sagt der Bürger, das kostet ja Geld, das zu vermeiden, dann ist es doch gut, das ist doch deren Aufgabe, das so hinzukriegen, dass nichts passiert. Damit ist der Fall geklärt. Gut, also mein Thema, Kühlfahrer angesprochen, werde ich einiges kurz fassen können. Das ist zum Beispiel so ein Ausfall, da kommt, glaube ich, nachher noch so ein Bild, wo man nach Italien erkennt. Hier, das ist das Datum im Jahre 2003. Da war früher Schneefall im Herbst und Italien wird zu 40% mit Strom aus Frankreich versorgt. Das haben die so vereinbart, weil die Italiener haben zu wenig Kraftwerke. Das ist aber langfristig vereinbart, das ist also keine Besonderheit.
Und da waren einige in den Alpen, einige Bäume durch Schnee lassen umgefallen und die Höchstspannungsleitungen rein. Dann fallen die natürlich überwiegend Kurzschluss aus. Und dann fehlten in Italien 40% der Leistung. Und das dauert dann einige wenige Minuten. Dann ist ganz Italien dunkel. Das war dann Blackout für Italien. Bei uns hatte das die Folge im westeuropäischen Netz, dass die Frequenz dann innerhalb von wenigen Minuten hochging. Dann ist es uns gelungen, durch Abschaltung von Kraftwerksleistungen, eben von regelbaren Kraftwerken, dann doch schnell runterzukommen. Und das war also um 3 Uhr in der Nacht passiert. Und dann so 3-4 Stunden später war die Frequenz wieder in dem plus-minus 0,1 Bereich, sodass die Gefahr, dass das bei uns überschwappte, damit gebannt war. Also das ist auch in Europa vorgekommen. Das Problem ist eben, jetzt, wenn wir jetzt zur Energiewende kommen, die Energiewende, technisch ist nahezu alles möglich heutzutage. Die ISS, die unsere Erde umkreist, wo da so 4 oder 5 Astronauten drin sitzen, da ist noch nie der Strom ausgefallen. Wenn er ausfallen würde, wären die auch ein paar Minuten später tot. Das darf also nicht sein. Aber der einzige Unterschied, denn die haben zu ihnen zu Hause, ist, die haben keinen Zähler eingebaut. Man muss das nicht messen, was da der Strom kostet, spielt überhaupt keine Rolle. Und der kostet mindestens 10 Euro, vielleicht ja 100 Euro pro Kilowattstunde. Wenn der Strom bei Ihnen 100 Euro pro Kilowattstunde kostet, dann wäre die Stromrechnung, Sie haben alle in der Familie so etwa 4000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch, so plus minus ein bisschen, dann hätten Sie eine Stromrechnung von 400.000 Euro. 400.000 Euro, das könnte ganz sicher keiner von Ihnen bezahlen. 400.000 Euro Stromrechnung. Aber bei der ISS spielt das keine Rolle. Die haben noch nicht mal einen Zähler nötig, um das festzustellen, was sie an Strom brauchen. Und das ist der Unterschied. Wir können also nicht aus der, und es gelingt uns technisch offenbar nicht, denn der Mehrheit unserer Menschen klarzumachen und auch den Politikern, dass das technisch, auf die Frage, ist das technisch möglich, muss ich ja sagen. Technisch ist das möglich. Zum Beispiel, wir müssen jetzt, wenn wir die Fallzahlen haben wollen, 80% aus regenerativer Energie, müssen wir genau die Leistung, die haben Benson Hunter, 250 Gigawatt an Leistungen zubauen. Und wenn dann der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, müssen wir 80 Gigawatt an Gaskraftwerke zugebaut haben. Mit Pumpspeicher, da komme ich gleich zu, Pumpspeicher geht nicht, weil das ist der Irrtum, wir kommen ja aus Aachen, die wollen gerade bei uns ein neues Pumpspeicherwerk bauen, ist inzwischen aber wieder ad acta gelegt, weil man feststellt, dass alle unsere Pumpspeicherwerke haben eine Energiebedarfsdeckungsmöglichkeit von etwa 6 Stunden. Dann ist der obere See leer, dann müssen die dann in der Nacht, so ist das heutzutage, in der Nacht ist ja dann genügend Strom da, dann wird das wieder gefüllt. Wenn wir aber 80% Wind und Sonne haben und wir haben 4 Tage, wo kein Wind und Sonne ist, dann ist auch in der kommenden Nacht ja keine Leistung da. Ist ja logisch. So, und ihr das bisschen, was eventuell da ist, das braucht man ja, um sie in der Nacht mit ihrem Kühlschrank zu versorgen. In der Nacht brauchen wir auch so etwa 40% der Leistung. Das heißt, dann ist das Pumpspeicherwerk am nächsten Tag schon nicht mehr gefüllt. Dann ist das am zweiten Tag schon außer Betrieb, da können Sie schon vergessen, wenn es 4 Tage ineinander ist sowieso. Das heißt, wir kommen um den Zubau von Gaskraftwerken in der Höhe, die wir brauchen. Wir brauchen etwa, also wir haben jetzt gleich 80.000 MW, um diese Prozentzahlen hier zu erfüllen. Brauchen wir 80.000 MW, stehen nochmal weit, ich habe hier mal aufgelistet, was da so kommt, ich gehe das mal schnell durch. Wir brauchen etwa 83 Gigawatt, also 83.000 MW an Leistung brauchen wir. Und diese Leistungen bauen wir dann zu, ob das jetzt 165 sind oder 250, wurde eben genannt, das lasse ich mal dahingestellt, das ist so die Zukunft. Dann ist es möglich, wenn wir dann diese 83 Gigawatt vielleicht vermindert um 20%, die wir dann noch haben an konventioneller Kraftwerksleistung, wenn wir die dann durch Gaskraftwerke ersetzen. Dann ist das technisch möglich, das System wieder stabil und ohne Blackouts zu betreiben. Nur was das kostet, wenn wir eine solche große Leistung zubauen in Wind und Sonne und Biomasse, die nur dann gebraucht wird oder verfügbar ist, wenn sie da ist, und dann außerdem noch die Gaskraftwerke dazu.
Die Firma Siemens, die Gasturbinen, freut sich, ist natürlich schwankend. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für die, aber gut. Mit England können Sie vergessen, da haben wir ganz wenige gleich, also alles, was jenseits über Wasser liegt, das kann ja nur über Gleichstrom gekoppelt sein. Und diese Gleichstromleitung, wie nach Norwegen, da können wir zum Beispiel 900 Gigawatt austauschen, 900 MW austauschen, also etwa ein Kernkraftwerk, ein kleines Kernkraftwerk. Das ist aber viel zu wenig, um diese Last zu decken. Und es ist auch so, dass die Strategie der meisten Länder, ich hatte eben Italien genannt, die haben nur 60% Eigenerzeugung. Die Kupferleitungen, die wir haben nach Frankreich und unserer Umgebung, hier nach Holland drüber, die sind ausgelegt. Wir haben die Strategie in Deutschland, dass wir autark sind. Und viele andere Länder auch, Belgien und so, die sind alle autark. Frankreich ist auch autark und sagen, wer ist mehr wie autark, die liefern auch Italien noch mit. Da sind die Kupferleitungen für ausgelegt. Unsere Kupferleitungen sind ausgelegt zu unseren Nachbarn, um Ausfälle im eigenen Netz durch den Fremdbezug auszugleichen. Das heißt, maximal sind die so kalkuliert, dass ein Kraftwerk bei uns, ein großes Kraftwerk, ausfallen kann und dann wird das Netz nicht wehleidig. Dann holen wir diese Kraftwerks, fehlende Kraftwerksleistung über die Kupferleitung aus dem Ausland. Deswegen auch jetzt die Diskussion, um etwas in diese Richtung zu kommen, wie Sie richtig sagen, dass wir die Kuppelleistungen ausbauen. Das käme doch dazu. Wenn wir dann die Strategie verfolgen, aber dann ist auch die Frage, ob die dann die Leistung haben, wenn dann doch, wenn die auch so viel Wind und Sonne zugebaut hätten, was sie natürlich nicht haben, denn wir sind das einzige Land, was ja diese Ausbaustrategien hat für Wind und Sonne. Die Franzosen denken ja nicht daran, das zu tun, oder die unsere belgischen und holländischen Nachbarn, die denken ja nicht dran. Dann klappt diese Strategie nicht. Und außerdem ist es natürlich auch Energietransport, ist der relativ verlustreichste Art, Energie zu transportieren. Das wissen die meisten nicht. Am energieärmsten und am effizientesten, wir wollen ja auch unsere Netze oder Energiehaushalte sehr effizient betreiben, ist Energietransport über Gasleitungen, über Pipelines, Gas- und Ölleitungen. Öl ist ja Energie, also Pipelines. Der zweitgünstigste Art ist dann, diese Energie mit Schiffen zu transportieren. Zum Beispiel in den 80er Jahren hat man am Neckar in Krotzingen ein großes Kohlekraftwerk gebaut. Da war die Frage, und man wusste, dass dieses Kohlekraftwerk mit Steinkohle bedient wird, welche in Kanada und USA eingekauft wird. Diese Steinkohle kam also in Rotterdam an, das wusste man, das war nicht für deutsche Steinkohle vorgesehen, die war ja viel zu teuer, damals schon. So, und jetzt hatte man da überlegt und auch wirtschaftlich durchgerechnet, ob man das Kraftwerk in Rotterdam baut und dann eine 380 kV-Leitung Richtung Frankfurt runter. Oder ob man das Kraftwerk in Krotzingen baut, am Neckar, und die Kohle von Rotterdam dort auf Rheinschiffe umladen lässt und dann die Rheinschiffe Neckar hoch und dann Main hoch und dann bis Krotzingen transportiert. Da war die Variante mit dem Schifftransport weit kostengünstiger als die Variante, den Strom zu transportieren. Weil der Energieverlust auf dem Schifftransport ist wesentlich geringer als wie das I Quadrat mal R, Elektrotechniker, was auf der Leitung passiert. Weil Stromtransport ist, deswegen geht man ja auch bei HGU-Leitungen so. In China zum Beispiel hat man von Yuandong nach Yunnan eine 1400 Kilometer lange Hochspannungsgleichstromleitung gebaut, natürlich mit 800 kV, 800.000 Volt Gleichspannung und dann 8er Bündel. Wir kennen hier nur noch 4er Bündel, 6er Bündel sind das dann, statt 4er Bündel, 6er Bündel. Also fast in drei, und dann jede Menge Querschnitt in den 6er Bündeln. So dass man dann wieder zu relativ niedrigen Verlusten kommt. Aber solche Mammutleitungen sind in unserem engen Europa überhaupt nicht denkbar. Wir bauen ja jetzt auch, um die Energie von der Nordsee Richtung Frankfurt und München zu bringen, ein oder zwei HGU-Leitungen. Das werden aber HGU-Leitungen sein, die können sich ja nicht unterscheiden, die sehen genauso aus wie eine Drehstromleitung.
da ist Plus, Minus in zwei Leiter und dann noch ein Mittelpunktleiter kommt da zurück. Die hat das gleiche Aussehen wie eine Drehstromleitung. Warum? Weil sie auch nur 400 kV Spannung hat. Nicht wie die Chinesen, 800 kV und dann mit dreifachem Querschnitt. Deswegen ist der Energietransportmöglichkeit dieser Leitung dann auch relativ eingeschränkt. Und oder in Kanada gibt es auch 800, 1500 kV Leitungen. Ja, solche Leitungen können wir uns hier auch aus Bauabstandsgründen ja nicht leisten, solche, die dann mit solch hohen Spannungen funktionieren. Ja gut, also Sie sehen, wir müssen dann in der Tat zubauen, was dann eine hohe Überkapazität an Investitionskapital ist. Und das Kapital fällt natürlich nicht vom Himmel. Das muss natürlich dann über das Netzentgelt wieder zurückkommen. Gehen wir weiter. Ja, was das geführt hat, das kann ich auch kurz machen. Der Herr Benz hat ja so einiges auch schon gesagt. Also Tatsache ist, dass die Energiewende beschlossen ist. Wir haben nach Fukushima haben wir 8 Kernkraftwerke dann abgeschaltet, als einziges Land der Welt. Ich habe jetzt gerade auf der Fahrt nach hierhin gestern gelesen im Bundesrat in der Schweiz, da hat wurde dann ein Antrag eingebracht, die Laufzeit der schweizerischen Kernkraftwerke auf 50 Jahre zu begrenzen. Dieser Antrag ist im schweizerischen Bundesrat abgelehnt worden. Die haben ja 4 Kernkraftwerke in Betrieb, das sind ja die ältesten, weit älter wie die unsere in Deutschland. Und, oder 2 davon, die sind älter wie unsere. Und die Schweizer wollen es eben von Sicherheitskontrollen abhängig machen und durchaus dann auch 60 Jahre zulassen, wenn die Sicherheit für 60 Jahre nachgewiesen ist. Und haben die Beschränkungen und durch Fukushima haben die Schweizer ihre natürlich nicht abgeschaltet, weil die Schweizer wussten, dass so ein Erdbebenereignis gefolgt von einer Flutwelle in der Schweiz oder dort, wo die stehen, offenbar nach deren Prüfung überhaupt nicht möglich ist. Und man, wenn die vorige Woche dann noch sicher waren, dann müssen die diese Woche auch sicher sein. Warum schalten wir das ab? Wir haben das politisch anders entschieden. Das kann man sein. Sie kennen das. Wir hatten eine Ethikkommission eingeschaltet, die da was zu gesagt hat. Die Ethikkommission hatte aber den entscheidenden Fehler. Sie war da schon berechtigt, die Ethikkommission in dieser Frage mit heranzuziehen von Seiten der Bundesregierung. Da waren aber nur 4 Persönlichkeiten berufen, die da reingehörten. Das war einmal der Herr Kleinert, der war Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der hat die deutsche Forschung vertreten, so ein Mann gehört rein, ohne den jetzt persönlich zu kennen. Also ich habe nachher mit ihm gesprochen, er sagte mir, wir hatten keine Chance, da was anderes zu machen, das war alles vorgestimmt, hat der Kleinert mir persönlich gesagt. Aber gut, das ist was anderes. Dann war der Herr Hambrecht drin, der war Vorstandsvorsitzender von BASF, der hat da die deutsche Großindustrie, chemische Industrie vertreten. Dann waren die beiden Bischöfe drin, der großen deutschen Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche. In der Ethikkommission gehören die da rein. Die sind zwar keine Fachleute, aber die hätten jetzt gerne angehört, was die Fachleute sagen, um dann am Ende sich einen ethischen Beitrag zu leisten und sagen, aus unserer Sicht ethisch ist das so oder so. Diese Chance haben die aber nicht gehabt in dieser Ethikkommission, denn die anderen 16, die da 14, die jetzt noch übrig bleiben, da war keiner dabei, der jemals in EVU tätig war, sowieso nicht, der jemals im Kraftwerk gearbeitet hat, der jemals ein Kraftwerk von innen gesehen hat, der null Ahnung hat. Die hatten alle null Ahnung, die hatten noch nie ein Kraftwerk von innen gesehen. Und diese hatten dann, das sagte Herr Kleiner mir, die Bischöfe hatten dann gefragt, ist die Stromversorgung ohne Kernkraftwerke auch möglich. Da haben die alle mit Begeisterung ja gesagt. Das ist doch richtig. Technisch ist das möglich. Das habe ich Ihnen ja eben gesagt. Das ist möglich. Dann haben die Bischöfe gesagt, wenn das auch anders möglich ist und auch bezahlbar ist, dann sind wir dagegen. Da hätte ich auch, wenn ich Bischof gewesen wäre, wäre ich auch dagegen. Das ist auch völlig klar. Und dadurch sind da so Fehlentscheidungen gekommen, die heute nicht nachvollziehen. Jo, das hat dann unserem Umweltminister da die Stelle gekostet, aber da ist dann nicht so tragisch. Und das Problem, das fängt jetzt an, wir haben keine Chance. In der Politik hat es in der Vergangenheit kaum mal eine Frage gegeben, wie jetzt hier, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien alle einer Meinung sind.
Und alle, also CDU, SPD, FDP, Grüne und Kommunisten sind alle einer Meinung. Und deswegen sind die alle begeistert, dass sie richtig gehandelt haben. Und ich unterstelle mal, dass die, wir haben ja immer noch eine Demokratie, dass die auch die demokratische Mehrheitsmeinung unserer Bevölkerung vertreten, das tun sie, können wir uns, ist es einfach so. Wir sind auch hier, die hier versammelt sind und dann sehr sachkundig eben auch vorgetragen haben, die sind aber eine Minderheit. Und deswegen haben wir ein Problem. Jetzt, ich weiß, die Lösung kann ich Ihnen auch nicht so richtig sagen, aber das ist so. So, und wie es kommt, ich habe hier mal so dargestellt, so einige Kosten, die unabhängig jetzt sind, die heute schon auf uns zukommen, die mit der Stromerzeugung überhaupt nichts zu tun haben. Die Stromerzeugung, die Sie zu Hause zahlen, für die 4000 Kilowattstunden, die ich eben nannte, sind ja rund 800 oder 900 Euro, das ist Ihre Stromrechnung zu Hause. Davon sind inzwischen so etwa 400 Euro reine staatliche Kosten, die mit der Stromerzeugung nichts zu tun hatten, die auch vor 20 Jahren in ihrer Stromrechnung noch ja nicht existent waren. Die hat man aus rein politischen Gründen immer dazu erfunden. Die Stromsteuer, da fing es mit an. Und dann kam die EEG-Abgabe, dann die Konzessionsabgabe wurde auch ein bisschen erhöht, dass die Gemeinden noch zufriedengestellt wurden. Und dadurch ist das zu einem Zusatzbetrag gekommen, also praktisch die Hälfte ihrer Stromrechnung ist reine staatlichen Abgaben. Und dadurch, das geht dann an der Steuergesetzgebung vorbei und dadurch bleibt der Staat sich aus der Verantwortung, weil ja der Steuer, das kein Steuerentzug ist, sondern es ist eine Belastung, die eben die Stromversorger abkassieren. Dann ist das aus regierungsamtlicher Sicht natürlich eine angenehme Umlage. Und als wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben, am 17. März, können Sie sehen, da ist genau, was ich eben mit der Landung auf dem Hudson, da hat keiner was gemerkt. Da sind die Lichter hier, wenn wir gerade hier in dem Raum waren, die sind genauso angeblieben, wie sie jetzt sind. Also hat doch jeder naive Bürger gesagt, endlich sind die weg, das hat doch nichts getan. Da haben sie ja so dummerweise haben da welche gesagt, die Lichter gehen aus, das war immer Quatsch. Natürlich gehen die Lichter nicht aus. Natürlich, der Strom ist aus dem Ausland gekommen, das können Sie auch schön sehen. Die Stromerzeugung in dem Monat März, wo das passierte, aus Braunkohlekraftwerken, das ist hier diese schwarze Linie, diese dunkelbraune Linie hier oben, die ist also etwa gleich geblieben. Stromerzeugung aus deutschen Kohlekraftwerken, das ist diese Linie, wo das hier runter geht, das ist immer Samstag, Sonntag, immer 7 Tage Differenz, weil Samstag, Sonntag wird ja weniger Strom gebraucht, da fährt man die 1000 Kraftwerke zurück und die 1000 sind die Kohlekraftwerke, die Steinkohlekraftwerke, nicht die Braunkohle, Steinkohlekraftwerke. Die fährt man dann natürlich zurück, weil die teurer sind und dann hier Wind, Sonne und Wasser, das läuft natürlich durch. So, und was ist passiert? Was uns fehlte, war diese Leistung täglich. Und Sie sehen, bis zu diesem Ereignis hatten wir ins Ausland exportiert. Und ab diesem Ereignis haben wir so viel vom Ausland importiert, genau das, was wir eben ansprachen. Und die Differenz vom Mittelwert, diese roten Balken von hier bis zum Mittelwert von hier, ist genau das, was hier oben fehlt. Sind hier jedes noch mal mehr. Hier wird noch ein Kernkraftwerk abgeschaltet, da geht das auch hier hoch. Das heißt, wir haben schlicht und einfach die nicht mehr handelnde Kernkraftwerksenergie durch Verringerung des Exports oder durch Import aus dem Ausland ersetzt. Und das, die Ausländer sind auch bereit, wenn die noch genug Leistung haben und auch nicht an der Grenze sind, sind die bereit, uns zu beliefern. Das Problem ist nur, wir sind jetzt im Monat März, hat jedes Land in Europa hat viel zu viel Kraftwerksleistung. Jedes, das ist doch völlig klar. Es wird nur an einem Tag von den 365 Tagen im Jahr wird in jedem Land das Maximum an Leistung abverlangt. Das kann sein am 12. Dezember oder am 17. Januar, vielleicht noch am 24. Februar. Aber wenn der März schon kommt, dann können Sie vergessen, dann haben wir genug Leistung. Also November, Dezember oder Januar. Und an welchem Tag, weiß man auch nicht. Das ist ein Tag, wo es nass, kalt, neblig ist. So schon ein paar Tage hintereinander nass, kalt, neblig.
da haben wir den maximalen Leistungsbedarf. Aber wenn wir den haben, haben die Belgier den auch, die Franzosen auch. Und das ist, dass die ganz viel Wind hätten und wir keinen. Das können Sie auch vergessen. Also so, wenn Sie eine Landkarte ansehen, also Belgien ist nicht so weit, ich komme aus Aachen, das ist ja fast Belgien. Also so viel ist da. Also wenn in Aachen kein Wind ist, dann ist in Hamburg auch kein Sturm. Das kann ich Ihnen sagen. Dann ist das auch nicht so sehr. Also so ist das nicht. Das ist im Großen und Ganzen schnell ausgeglichen. Jedenfalls, das hat uns pro Tag 7, bitteschön. Doch, die sind dabei hier, der Wind ist dabei hier. Wind und Sonne, die sind dabei, die sind hier irgendwo mit drin hier. Die sind alle dabei. Bitte? Sie steht da nicht. Ja, was der Vortrag steht da, Wind ist aber auch dabei. Doch. Ja gut, das ist hier aus der Financial Times. Also, kann man einzeln sehen, aber möglicherweise haben sie den Wind vergessen, hier dabei zu machen. Aber der Wind ist, wenn der ist natürlich eingespeist worden, ist ja klar. Der Stromimport, ja. Nachdem die Kraftwerke abgeschaltet sind. Ja, nachdem. Sehe ich richtig, dass das vorne mindestens doppelt so viel ist, was wir exportiert haben, die erste Hälfte? Ja. Als das, was wir hinter, das bisschen, sage ich mal, entfällt ist, was wir dann importiert haben. Ja, natürlich. Das tun wir ja auch schon längst nicht mehr. Wir exportieren ja wieder. Nein, wir exportieren, wenn der Wind weht. Das ist richtig. Wenn der Wind, wenn die Sonne scheint, exportieren wir, da komme ich gleich zu, aber zum Nulltarif, beziehungsweise zu negativen Preisen. Das ist ein Unterschied. Geschenkt haben die unsere Nachbarn schon ja den Strom. Das ist wohl wahr. Bitte? Ja, natürlich. Hier haben wir Geld bekommen und hier die haben wir bezahlt. Das wären 7 Millionen Euro pro Tag mehr. Die Stromerzeugung in die Strombereitstellung in Deutschland ist an dem Tag, wo wir die acht Kernkraftwerke abgeschaltet haben, das kann man noch genau rechnen, 7 Millionen Euro pro Tag teurer. Das waren 365 Tage mal 7, das sind 2,1 Milliarden, ist die Kaufkraft des deutschen Volkes gesunken. Gut, 2,1 Milliarden ist so viel wie nichts, wenn man die Flut jetzt sieht. Die Kosten, die waren 8 Milliarden, das ist vor 3 Jahren, was die Flutopfer jetzt benötigen. Ich hoffe, dass man denen das gibt. Das sind nur 8 Milliarden, die die brauchen. Und hier haben wir 2 Milliarden ohne Not geopfert pro Jahr. Ohne Not. Aber gut, das ist was anderes. So, ja gut, jetzt ist die Energiewende. Wir sind hier ja in einem Segelland. Ich habe heute Morgen mal kurz den Dreimaster gesehen. Der ist 1998 gebaut worden, der hier an den Landungsbrücken liegt. Der ist bis 62 Jahre unter Segel gefahren als Frachter. Den hat man dann wohl stillgelegt und heute fährt wohl kein Frachter mehr unter Segel. Warum nicht? Weil das insgesamt dann sehr teurer ist. Das war die effizienteste Energienutzung, die es gibt. Und unsere Großväter haben Segler gebaut, Frachtsegler, die um Kap Horn rum Fracht geholt haben. Keine Brennstoffkosten, alles mit Segel. Warum macht man das denn heute nicht mehr? Das ist die klugste Art, relative Energie einzusetzen. Weder Segler, also Frachtsegler und dann möglicherweise auch Flugzeuge geht schlecht. Personensegler wieder einzuführen, weil es eben technisch hakt. Sie können keinen Fahrplan machen, das geht einfach nicht. So, und wenn Sie eine Wende machen, wissen Sie, die Wende wird dann schnell zur Halde. Und wenn Sie von A nach B sagen, müssen ganz viele Wenden machen. Deswegen bin ich persönlich auch sicher, dass man noch mit vielen Wenden und dann wieder zu vernünftiger Energiepolitik irgendwann mal zurückfindet. Das kann man noch hoffen. Ja gut, was wir lernen sollten, ist, dass wir in der Tat alle Möglichkeiten ansehen. Da gehört Wind und Sonne dazu. Also ich komme aus der Aachener Gegend. Bei uns war der Kaiser Wilhelm 1905 in Aachen. Da hat er 1905, da hat er das größte Wasserkraftwerk Europas in Betrieb genommen. Da hatten also meine Urgroßväter, oder im weiten Sinne, war daran beteiligt. Der wusste schon, dass die intelligenteste Art, Strom zu erzeugen, wenn man ein bisschen Strom braucht, damals brauchte man nur wenig Strom, 1905, aus Wasserkraft den zu erzeugen. Aber dieser Fluss, das ist die Oft, die mit 12 MW durch das Wasserkraftwerk zu betreiben gestattet, hat heute noch genauso viel Wasser wie 1905. Und deswegen sind dann nach wie vor der Sonne im Betrieb.
Das erzeugt nach wie vor 12 MW oder so, also etwas mehr, mal die Turbinen mal verbessert, das neue, der macht jetzt 15 MW mit der gleichen Wassermenge. Und, aber wir brauchen inzwischen 250 MW. Also, und das konnte man ab den 30er Jahren machen, indem man dann Kohlekraftwerke, also bei uns war Braunkohle verfügbar, haben wir Braunkohlekraftwerke zugebaut. Und die konnte man dann immer zubauen, so wie man wieder Bedarf gewachsen ist. Und dadurch hat unsere Wirtschaft funktioniert, dass wir dann wieder auf die Beine kamen. Und nach dem Krieg dann insbesondere. Zum Beispiel auch in der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben bei uns viele Papierfabriken. Papier brauchen ja sehr viel Wärme und Strom. Und die Papierfabriken haben immer schon, das ist eine Selbstverständlichkeit, die haben dann gekoppelt Strom und Wärme erzeugt. Für die Zylinder, die die mit Wärme beschicken müssen, machen die Dampf. Und spannen den Dampfdruck etwas höher und setzen eine Vorschaltturbine davor. Und der Abdampf der Turbine ist dann der Produktionsdampf. Das ist vernünftig, wird auch heute noch gemacht. Aber das funktioniert nur insofern, wie sie auch dann ganz tierischen Dampf brauchen. Wenn die Papierfabrik ein halbes Jahr in Urlaub ginge, was wir, wenn wir zu Hause mit der Hausheizung sind, ein halbes Jahr wie jetzt, braucht keiner Dampf oder Wärme. Bitte? Seit gestern. Ja, hier brauchen Sie keine Wärme. Ja gut, dieses Jahr war es vielleicht so etwas günstiger. Dann ist das absolut zu teuer. Denn zu meiner Zeit, ich hatte damals mit den Papierfabriken viel zu tun, in den 80er Jahren, 90er Jahren, da war gerade die Zeit so nach dem Krieg, war dann vorbei. Nach dem Krieg hatten die alle neue Turbinen bekommen. 20 Jahre später, 25 Jahre später, werden sie altersschwach, sodass man die ersetzen musste. Dann wurde gerechnet, ist es noch lohnend, die Kraft-Wärme-Kopplung zu machen, oder ist es vielleicht noch billiger, wir beziehen jetzt, machen die Wärme aus Gas und den Strom dann vom Stromversorger. Und da haben so etwa die Hälfte haben dann entschieden, die Lohnkosten waren hoch, die eigene Erzeugung stillzulegen und dann die Wärme aus Gas zu machen und den Strom aus dem Stromnetz zu beziehen. Aus heutiger Sicht war das vielleicht ja nicht klug. Aber damals war das energiewirtschaftlich eine kluge Entscheidung. Sonst wären die pleite gegangen, wären die Konkurse gegangen. Ob sie das möglicherweise macht, jetzt heute auch wieder den umgekehrten Weg. Das kann schon sein. Deswegen, man muss praktisch, wenn Sie so wollen, so genauso wie Sie können heute ja den Versorger wechseln. Und ich kann Ihnen nur raten, Sie müssen jährlich gucken, ob Sie noch beim günstigsten sind. Das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Und so ist es auch in der Industrie. Und deswegen kann sich auch dieser Mix von Jahr zu Jahr ändern. Es kann keinen vernünftigen Menschen geben, der was gegen Stromerzeugung aus Wind oder Sonne hat. Das ist auch völlig klar. Oder Wasser. Also wie ich sagte, mein Großvater hat das Wasser gemacht. Das ist auch heute noch. Norwegen macht 100% aus Wasser. Aber wir leben nicht in Norwegen, sondern in Deutschland. Das ist unser Problem. Aber Wind und Sonne auch so weit sind, bezahlen können. Bitteschön. Kalte Fusion ist aber, also ich habe einen guten Studienfreund von mir, ein Chinese ist ein kluger Mensch, der ist immer noch Fusion gewesen, da jetzt in Südfrankreich, der wird jetzt gerade pensioniert. Wir treffen uns einmal im Jahr, seit 40 Jahren. Und immer wenn wir uns treffen, sagt er, und ist ein begeisterter Fusionsforscher, in 40 Jahren ist es soweit. Also kalte Fusion, also okay, ja gut. So. Ja, gut. Ich muss jetzt mal. Hier, da sehen Sie auch die Entwicklung hier in den letzten 10 Jahren, damit Sie mal einen Blick haben, was machbar ist. Also, wir können ja, ist immer, wenn so Brüche sind, das ist immer ein bisschen problematisch. Man muss auch ein bisschen mal die Vergangenheit machen, aus der Vergangenheit so etwas lernen. Das ist so, und der Strommix, den wir hatten, sehen Sie jetzt, wir können dankbar sein und froh sein, dass jetzt auch mehr Wind, das ist immer politischer Wille, dem muss man in der Demokratie Rechnung tragen. Das Gelbe hier ist die Sonne und das Grüne ist der Wind. Aber Sie können das nicht übers Knie brechen, hier jetzt diese Mengen. Sie müssen das hier noch ersetzen, oder hier das Gelbe und das Braune und ja, also praktisch alles, was hier drunter ist, außer das Wasser natürlich unten, müssen Sie ersetzen. Also das kann ja nicht von heute auf morgen gehen. Das ist meiner Ansicht nach Unsinn, wo man muss ein bisschen gelassen sein, was sie so tut. Aber das ist jetzt hier mal mit Daten. Das Manuskript steht Ihnen ja zur Verfügung. Über den Herrn Müller können Sie das dann beziehen. Wir haben kein Problem.
Verzeihung. Da können Sie das sehen, das ist der Energiemix zum Beispiel 2011. Von 2011 zu 2012 hat sich das von da geändert. Mit einem Blick hat sich gar nichts geändert. Aber natürlich ist die Stromerzeugung hier wieder um mindestens 6-7 Milliarden teurer wie in dem Jahr. Weil eben ein bisschen mehr Wind und ein bisschen mehr Sonne dazugekommen ist. Das ist hier der Wind und das ist die Sonne. 3,2, hier ist es 4,5 Sonne und hier war es 8% Wind. Und hier ist es ja nur etwa Wind war und in diesem Jahr war es schlechter wie im Vorjahr. Obwohl wir viele Anlagen zugebaut haben. Und trotzdem ist es ja etwas weniger. Und das kommt noch dazu, das weiß jeder Landwirt. Wenn man Landwirtschaft betreibt, das ist eine Frage des Wetters. Weil es gibt gute Ernten und schlechte Ernten. Wenn man Kartoffeln oder Weizen erntet, dann wusste hat man ein gutes und ein schlechtes Jahr. Und das ist eben dann bei der Energie auch so. Wenn wir aus anderen Stoffen Energie machen, spielte das keine Rolle. Ja gut, Sonne wissen wir auch, da haben wir also einen Boom. Wir haben mal mit 50 Cent pro Kilowattstunde, sagen wir mehr, angefangen. Wir sind inzwischen bei 18 Cent pro Kilowattstunde, aber das ist auch wohl die untere Grenze. Sie wissen, dass wir jetzt gerade uns bemühen, durch Zölle die Chinesen abzuschotten. Ich habe selbst in meiner Vorlesung, habe ich so etwa 30 chinesische Studentinnen und Studenten, da fällt es mir schwer, denen klarzumachen, dass sie jetzt ihre schönen, sehr preiswerten Photovoltaik-Panels nicht mehr in Deutschland exportieren sollen oder dürfen, können oder so, dass wir das jetzt mit 14% und demnächst mit 50% einfach sollen belegen, damit die Deutschen die möglichst nicht verkaufen. Und die sehen das ganz anders, die wollen das verkaufen. Die haben ja jetzt auch schon, zumindest schon mal im ersten Ansatz, die Weinsteuer erhöht. Jetzt haben die Mosel und Arwinzer haben jetzt den Schwarzen Peter. Die können jetzt keinen Wein mehr nach China verkaufen. Weil die Chinesen sagen, dann machen wir den Wein zunächst mal die Weinsteuer hoch. Jetzt kann man sagen, gut, Wein interessiert uns nicht. Aber so ein Weinbauer bei uns an der Mosel, der sieht das wohl ein bisschen anders. Ja gut, Sie wissen, ich kann ja auch einen Landsmann von mir aus Bonn, der Frank Asbeck, der ist Forstwirt von Beruf. Ich habe mit dem vor 20 Jahren, heute spricht er nicht mehr mit mir, jetzt, der ist ja Milliardär und ich bin ein armer Mann. Der hat in Bonn auch die Partei der Grünen gegründet und hat sie auch ein bisschen gesponsert. Auch jetzt ist dann nach der Wende nach Dresden gezogen, weil die Leute da fleißiger sind und die Kosten niedriger und die Subventionen etwas höher. Und ist auch sehr erfolgreich geworden, fährt einen 400 PS Maserati. Und ist vielfach Millionär, hat jetzt Milliardär, und hat vom Gottschalk die Burg da bei uns am Rhein gekauft, so eine Burg, als Dingens, aber und hat seine Aktien damals für 15 Euro ausgegeben, dann gingen die da etwas runter auf 10 Euro, und dann gingen sie auf 200 Euro hoch, 250 Euro war der Maximalwert, und heute kosten sie noch 71 Cent. Und jetzt war da staatliche Unterstützung, damit der Laden nicht ganz dicht machen muss in Dresden, weil er ja kurz an der das führt dazu, wenn man ein Geschäftsfeld auf reine Subvention aufbaut, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und deswegen so manches regelt die normative Kraft des Faktischen ganz von selbst, und das wird auch mit der Energiewende passieren, was der Herr Benser eben richtig dargestellt hat, dass da wird einiges passiert. Ja, gut, beim Wind, da sind wir jetzt ja bei Onshore an gewissen Grenzen gelangt. Wir sind inzwischen hier Offshore an vielen Stellen mit den Windparks tätig. Das ist ja, und die sind schon etwas günstiger hier, und da müssen wir natürlich, weil die jetzt draußen auf See kommen, immer wenn man über See geht, kann man nicht mit Wechselstrom transportieren. Wechselstrom hat den Nachteil, wenn man ihn über Kabel transportiert, dass ein Kabel eine hohe Kapazität hat. Bei Wechselstrom ist die Kapazität natürlich tödlich, die erfordert einen Blindstrom, den man eigentlich ja nicht haben will, aber der ist physikalisch nicht vermeidbar. Und deswegen fällt eine Wechselstromübertragung grundsätzlich aus. Ebenso wie eine Wechselstromübertragung ausfällt, also Drehstrom ist dann natürlich dann, wenn die Leitung länger wie 400 Kilometer sein muss.
ich hatte eben genannt, dass in China das Kraftwerk von Yunnan nach Guangdong, das sind 1400 Kilometer. Also wenn ein Chinese anruft nach Siemens und sagt, ich brauche eine Leitung, 1400 Kilometer, wenn so ein Siemens-Mann sagen würde, ja, dann fange ich mal, gebe ich Ihnen ein Angebot für eine Drehstromleitung, dann würde der bei Siemens sofort am nächsten Tag entlassen. Denn über 1400 Kilometer kann ich keine Drehstromleitung anbieten. Eine Drehstromleitung kann maximal 500 Kilometer lang sein. Sonst funktioniert die technisch nicht. Weil die Kosinus für die Leitung ist wie eine Welle, über 6000 Kilometer Wellenlänge verteilt. Und bei 500 Kilometer ist die Leitung, ist die im Leerlauf, ist die Spannung gleich Null. Und umgekehrt ist die Einspeisespannung wird unendlich groß. Also eine Drehstromleitung, wo kein Kraftwerk dazwischen ist, sonst geht es, wenn ein Kraftwerk dazwischen ist, geht es. Aber von A nach B kann eine Drehstromleitung nur 500 Kilometer lang sein. Also deswegen müssen wir auch, wenn wir jetzt von der Nordsee ohne Kraftwerk zwischen Einspeisung bis nach Frankfurt runter wollen, das sind mehr wie 500 Kilometer, muss das eine Gleichstromleitung sein. Das ist überhaupt keine Frage. Technisch, das kann ich. Bitte? Ja, natürlich, natürlich. Ja, die ist auch vernünftig. Für lange Leitungen ist auch vernünftig. So. Und das sieht also so aus. Wir sammeln dann den Strom auf einer Plattform ein, in Drehstrom, haben dann eine Konverterstation draußen auf See. Und dann geht es dann bis zum Land und dann dort wieder eine Konverterstation. Also eine Konverterstation, hier ist der Windpark, dann ist hier die Sammelstation, drehstrommäßig wird das gesammelt, der Strom, dann geht in die Konverterstation. Das ist eine solche Konverterstation, da wird die gerade ausgedockt und die wird dann an den Standort gefahren. Die wird auf solchen Jackets, hier wird die montiert. Sehen, das ist immer hier, das ist der größte Kran der Welt. Hier von, das sind die Montageeinrichtungen von Tenet. Hier, der Herr Breuer, das ist ein Diplomarbeiter von mir, der ist der Geschäftsführer, technischer Geschäftsführer, und der ist da gerade dabei, diese Anlagen zu bauen. Das ist alles sehr erfolgreich, auch sehr reizvoll, aber kostet alles sehr viel Geld, und das wird ja, werden wir auch über die Netzentgelte, die entsprechend dann erhöht werden, bezahlen müssen. Und der Herr Bernbenzer, ich kürze das jetzt ab, der hat eben ja schon mal dargestellt, wo die Probleme liegen. Die Probleme liegen dann, oder fangen jetzt an, wesentlich zu werden, wenn wir dann so viel Wind haben, dass wir unsere konventionellen Kraftwerke außer Betrieb nehmen müssen. Der Wind und Sonne hat ja Vorrang. Wenn wir jetzt Glück haben an einem Tag, dass viel Wind und Sonne da ist, dann und wir haben inzwischen über 60 Gigawatt Wind plus Sonne, das ist genauso viel, wie wir brauchen. Das heißt, wir können alle anderen Kraftwerke abschalten. Das Abschalten geht aber ja nicht so einfach. Sie können ein thermisches Kraftwerk minimal auf eine Leistung von etwa 30% drunter regeln. Drunter, wenn es noch drunter geht, muss es abschalten. Wenn Sie bei uns, wir haben große Braunkohlekraftwerke bei uns, wenn Sie ein Braunkohlekraftwerk abschalten, dann ist das Feuer ja im Kessel aus, müssen Sie Pause machen und dann vielleicht morgen wieder einschalten nach 6 Stunden. Dann ist der Kessel natürlich kalt geworden. Dann müssen Sie den Kessel wieder zünden. Ist ja klar, müssen Streichholz nehmen und zünden. Wissen Sie, wie groß das Streichholz ist? Was das Streichholz ist in einem Kohlekraftwerk mit einem Block mit 600 MW? Das sind 100.000 Liter Öl. Da muss also Ihr Streichholz, wenn Sie zu Hause ein Feuer anmachen mit einem Streichholz, das ist nur Streichholz, der kostet nichts. Dieser Streichholz bedeutet in einem Kraftwerk 100.000 Liter Öl. Das wird reingeblasen, verdampft, also reingeblasen und der Kessel wird damit erhitzt und dann wird die erste Braunkohle reingeblasen, sonst brennt die Braunkohle ja nicht. Die brennt nur, wenn der Kessel schon heiß ist. Da muss man 100.000 Liter Öl reinblasen. Die 100.000 Liter Öl sind weg, da ist keine einzige Kilowattstunde erzeugt, das ist klar. Dann die Stromproduktion fängt erst, wenn die Braunkohle kommt. 100.000 Liter Öl, können Sie rechnen, was kostet ein Liter Öl? 1 Euro oder was, 80 Cent? Dann sind schon mal 100.000 Euro sind schon mal weg. Dann haben Sie nur Feuer angemacht. Warum, dass Sie ein solches Kraftwerk nicht gerne abschalten, ist ja logisch. Dann müssen Sie jetzt reichen, 100.000 Liter Öl. Also deswegen ist jetzt so. Und deswegen ist unser Bundeskanzler auch so klug. Hier ist jetzt mal, noch sind wir natürlich nicht so weit. Wir haben zwar 60.000 im Meer, aber zum Glück, wenn die Sonne scheint, weht zum Glück der Wind nicht. Und wenn der Wind weht, scheint die Sonne nicht immer. Deswegen haben wir noch immer Glück gehabt, dass das gerade hingekommen ist. Aber wenn wir jetzt noch weiter zubauen, dann wird das irgendwann öfters nicht mehr klappen. Ja, das ist jetzt nochmal im Detail dargestellt. Hier, das ist der Wind in ganz Deutschland. Wir hatten hier, und warum das mit dem Pumpspeicherwerk nicht funktioniert, das können Sie hier sehen. Es kam ja eben die Frage,
ein Pumpspeicherwerk hat 6 Stunden Strom. Die Breite dieses Balkens, wir haben in Deutschland 7 Gigawatt Pumpspeicherwerke, die alle, die da sind. Und die Breite des Balkens sind diese 6 Stunden. So, und Sie sehen, wenn jetzt mal hier das ganze Deutschland auf jeden Fall, wir haben 20.000 installiert, oder 30.000, 27.000 installiert, hier war an dem Tag, war es maximal mal 20.000 von den 27. Gut, das ist aber schon 80% sowas. So, an den Tagen hier ist leider kein Wind, klar, in ganz Deutschland, die Summe ist das ja, hier das Grüne. So, und jetzt würden wir einen Tag, würden wir dann für den nächsten Tag überwinden. Die blaue Fläche können wir ersetzen. Aber jetzt am Tag später ist die blaue Fläche weg. Dann haben wir keine neue blaue Fläche mehr, weil ja in der Nacht kein Strom, weil kein Wind war. Also können Sie die Windkraftwerke als Reservekraftwerke, die Pumpspeicher als Reservekraftwerke vergessen. Sie müssen Gaskraftwerke bauen. Wenn Sie Gaskraftwerke haben, ist alles gelöst. Dann sagen Sie dem Gasbetreiber, sollen ein Gaskraftwerk hochfahren, dann fährt er hoch und ist der Fall geklärt. Sie kommen also an Gaskraftwerken nicht vorbei. Putin wird sich freuen, wenn wir dann hier das der stärkste Windtag, das war im November letzten Jahres, da war der Wind sehr stark. Sehen Sie, da sind die, aber jedes Jahr an einem Tag geht es mal wieder fast auf Null runter. Ja, das war der windstärkste Monat, den wir bisher hatten. Das sind hier Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Sie sehen, also im Winter, im Wintermonat ist immer was besser wie die Sommermonate mit dem Wind, ist klar. Das ist jetzt Wind plus Sonne, das sehen Sie auch schön, das hilft auch nicht. Reicht das im Sommer, da haben wir jeden Tag Sonne, außer in der Nacht scheint die Sonne nie, ist klar. Aber am Tage ist hier fast immer Sonne. Es gibt Tage, wo etwas wenig Sonne ist, hier, da ist nur ein bisschen, aber hier an den Tagen ist relativ viel. Wenn ich aber den Januar nehme, Januar 2010, da können Sie Sonne vergessen. Die Sonne ist immer auf den Wind aufaddiert. Die Nulllinie ist also nicht hier unten, sondern die Sonne, da war nur so ein bisschen an dem Tag Sonne. Hier ist das ein bisschen. An dem Tag war gar keine Sonne, nur Wind. Hier an dem war viel Wind und ein bisschen Sonne. Da oben sind noch ein bisschen Sonne drauf. Sehen Sie? Aber die Sonne können Sie im Großen und Ganzen vergessen, die Wanne war. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und deswegen klappt das mit der Sonne leider nicht. So, das ist hier alle Monate des letzten Jahres Wind plus Sonne. Aufaddiert. Sehen Sie, im Sommer ist die Sonne oft da, am Tag über natürlich nur, klar, danach nie. Und, aber im Dezember und Januar, da können Sie die Sonne wieder vergessen, das ist klar. Hier, das ist der Dezember letzten Jahres, hier Weihnachten und so, können Sie, ist die Sonne gar nicht zu sehen, ob schon die rechnerisch, also zeichentechnisch mit dabei ist und datentechnisch, ja, ist nun nicht da. So, das ist das. Ja, das ist die Inbetriebnahme, das lasse ich mal weg jetzt. Das sind die Offshore-Anlagen, das ist die Alpha Ventus-Anlage. Und hier das schöne Bildchen, das habe ich letztes Mal auch schon gezeigt. Das wird Offshore hier Alpha Ventus in Betrieb genommen. Und wenn Sie die Herren mal ansehen, die stehen da sehr locker, das ist draußen auf der Plattform. Und wenn Sie hier die See sehen, da sehen Sie keine weißen Schaumkronen. Wenn Sie keine weißen Schaumkronen sehen, ist auch kein Wind, also nicht mehr, unter 4 Meter pro Sekunde. Unter 4 Meter Sekunden, das kann ich Ihnen auch beweisen, wo die da stehen, das ist zu dem Termin hier, wo das hier so gerade hier so runtergeht, hier, in der Lücke hier. Na, da wird auch nichts erzeugt. Deswegen haben die im Fernsehen auch nicht die Leistung gezeigt, mit den schönen Bildern, weil auf dem Leistungsmesser wäre nichts drauf gewesen. Sonst hätten die auch nicht da draußen stehen können, hätten die ihre Helme festhalten müssen und die Jacken zu, damit sie nicht da wegfliegen. Das ist ja logisch. Und Sie sehen, das ist der Wind hier von Alpha Ventus über jeweils die Monate hier, vom 1. bis 30.06. Juni, Juli und so. Sie sehen, da sind oft Zeiten, wo nichts ist. Das ist hier der Ausbau, den wir jetzt haben. Wir sind inzwischen bei Offshore bei 300, bei 200 Gigawatt angelangt. Das ist, was immer zugebaut wird. Aber Sie sehen, hier ist auch, da sind immer wieder Tage dazwischen, wo dann nichts ist. Das ist klar. Hier ist mal dargestellt die Maximalwerte, das Rote sind die Maximalwerte des Windes, das Grüne sind die Minimalwerte. Die Minimalwerte sind in jedem Monat mal null, die Maximalwerte, die kommen in manchen Monaten fast an die installierte Leistung heran, ja, fast an die installierte Leistung heran, die Minimalwerte sind aber null. Und deswegen geht es nur plus Gaskraftwerke und nicht mit Wind und Sonne, das ist immer ein Zubrot. Die Wind und Sonne kann man machen, kann man die anderen Kraftwerke runterfahren, aber wenn es denn nicht reicht, ja. So, und die Energiewende fordert jetzt, dass wir neue Leitungen bauen. Das sind diese 4 Leitungen. Die Bundesnetzagentur hat jetzt eine weggestrichen, hat gesagt, die wären nicht nötig. Gut, kann ja sein. Das wird der Herr Benzer was zu sagen müssen. Aber auch im Großen und Ganzen kann man immer sagen, nein, ist zu viel, kann ich weg. Und die Techniker hatten, die meinen, die müssten da sein, kann man immer anderer Meinung sein, ist klar. Gut, was 2017 und so im Jahre 2011
hat uns Wind, Sonne und der Biomasse 17,1 Milliarden Subventionen abverlangt. Das ist fast so viel, wie viel noch vor 20 Jahren die gesamte deutsche Stromerzeugung gekostet hat. Und deswegen ist das in der Tat nicht ganz so einfach. Das hat natürlich auch Folgen. Das hat eben Folgen, dass unsere, das ist hier ein Bild jetzt aus 2010, dass im Haushalt Strom, was sie zu Hause zahlen, die zwei sind inzwischen mal 25 Cent, da sind wir jetzt die Spitzenreiter geworden. In der Industrie waren wir schon immer die teuersten in Europa. Und USA ist zum Beispiel im Haushalt bei 9 Cent, also Eurocent, und bei 5,6 Cent in der Industrie. Und wie lange unsere Industrie das irgendwie durchhält und auch wir Haushalte, das wird die Zukunft erweisen. Ich wollte nur die Fakten mal darstellen. So, und also dann gehe ich direkt zu Weihnachten, das wurde ja eben gesagt. Die letzten drei Weihnachtstage an den letzten drei Weihnachten ist genau das, was Sie eben sagten. Da haben wir 689 Millionen Kilowattstunden ins Ausland verkaufen müssen, das heißt verschenken müssen. Und die Ausländer, die das genommen haben, die haben noch 91,8 Millionen Euro dazu bekommen, damit die das Geschenk genommen haben, diese 685 Millionen Kilowattstunden. Warum? Da war der Strompreis an der Börse in der Nacht am 1., 2. und 3. Weihnachtstag letzten Jahres, war der immer negativ. War der negativ bis zu 20 Cent pro Kilowattstunde negativ. Die haben da pro Kilowattstunde 20 Cent bekommen, damit sie den nehmen. Und wer hat den genommen? In erster Linie Holländer. Die Holländer, die haben Niederländer, unsere Nachbarn, da haben wir eine dicke Leitung über, 83 kV, die können viel verschlucken. Die haben nämlich, um ihr Land zu versorgen, viele Gaskraftwerke. Und Gaskraftwerke haben ja den Vorteil, dass man sie gut rauf und runter regeln kann. Da haben die Holländer gesagt, ja, also, und wenn sie zu viel Strom produzieren hier, wir hatten hier gerade viel produziert hier, wo diese Nase ist. Das ist der Punkt hier, ist das hier dazu hier, das ist diese Nase hier. Die waren nicht kalkuliert. Man hatte gedacht, der Wind schläft hier ein, der war aber dann plötzlich noch da in der Nacht. Dann bekommen wir den Strom nicht los, müssen wir einen suchen. Entweder müssen Sie alle Finger in die Steckdose stecken und den Strom entnehmen, dann sind alle tot, das geht nicht. Also müssen wir einen suchen, der den Strom nimmt. Und auf die Schnelle da einige MW Strom zu nehmen, das ist nicht so einfach. Es ist also einfacher, selbst ein Kraftwerk runterzufahren. Und da die Holländer Gaskraftwerke haben, sind die bereit, ihre Gaserzeugung, Stromerzeugung runterzufahren und dafür den Strom von uns zu nehmen. Und wenn sie davon noch viel Geld bekommen, tun sie das auch noch ganz gerne. Und das haben sie denn gemacht. Dann haben sie 92 Milliarden Euro, Millionen Euro kassiert und haben uns den Strom genommen. Und das ist nicht ganz so selten. Hier sehen Sie im letzten Jahr die Fälle, wo der Strompreis negativ ist. Maximal war er mal 1600 Euro pro Megawattstunde negativ. Das ist 1,60, wenn dann das 10 teilt sind, wenn wir das besser im Blick haben hier, sind das 10 pro Kilowattstunde, weil Sie das besser wissen. Also 160 Cent pro, 150 Cent pro Kilowattstunde hat er hier maximal mal gekostet. Negativ. Da hat also einer 1,50 Euro pro Kilowattstunde bekommen, also für einige Hunderttausende oder Millionen Kilowattstunden, hatte noch 1,50 Euro bekommen, aus Dank, dass er ihn genommen hat. So wichtig war es, den Strom loszuwerden. 1,50 Euro war. Und wir hatten den, wenn er aus Sonne kommt, dieser Strom, dann haben wir den, oder Sie als Stromverbraucher draußen hier im Haushalt, haben den mit 50 Cent bezahlt, oder 30 Cent oder 20 Cent, je nachdem, wann Sie die Anlage in Betrieb genommen haben. Ja, haben Sie bezahlt. Und der da irgendwo sitzt, der hat da 1,50 Euro für bekommen pro Kilowattstunde. Ja, und die Differenz, die müssen wir wieder bezahlen, alle miteinander. Und das ist sehr angenehm. Ja, hier ist mal das Import und Export, was wir so machen. Natürlich machen wir noch immer Export und so. Ich habe das hier mal für ein ganzes Jahr aufgetragen. Da können Sie sehen, wie das sich so. Wir haben natürlich immer, wir exportieren und importieren auch Strom. Aber immer dann, wir exportieren nur, wenn Wind und Sonne da ist. Aber fast zum Nulltarif oder sehr negativen Preisen. Und wir müssen einkaufen, wenn kein Wind und Sonne da ist, aber zu hohen Preisen. Das ist das Problem. Das ist ein gutes Geschäft. So, und deswegen ist das Problem meiner Ansicht nach gelöst, seit voriger Woche oder seit vor zwei Wochen. Da hat unsere Bundeskanzlerin hat bei einem Dinner, dem Handelsblatt, Dinner ist hier beim Herrn Müller sicher bekannt, Handelsblatt Dinner in Berlin,
hat unsere Bundeskanzlerin ganz richtig gesagt. Also sie sagte, sie hat also festgestellt, doch, dass das so nicht weitergeht. Das ist ja sehr klug. Sie hat also richtig, ist ja Physikerin, hat also richtig erfasst. Da ist nur zuzustimmen. Sie hat das sehr richtig. So, sie hat also gesagt, wir müssen jetzt ein Gesetz ändern, das die alternative Energien fordert und von dem viele profitieren. Wie bisher können wir nicht mehr machen. So, und dann hatte ich das gelesen, da ging es mir auch, als ich sie klickt, hat sie vorgerechnet, weil die Zahlen alle stimmen, fiel mir das auf, das ist aber sehr gut gerechnet. Sie sagt denn, dem Handelsblatt, an einem normalen Tag benötigen wir 65 Millionen Kilowattstunden. Die 65 ist eine richtige Zahl von der Zahl her. Aber das heißt natürlich nicht Kilowattstunden, sondern Kilowatt, meinte sie. Denn Kilowattstunden am Tag brauchen wir 1650, so etwa. Das sind Kilowatt. Wenn man das Stunden weglässt, ist das richtig. Das verzeihe ich, aber das hat ja einer vorher gesagt, der hat, die Berater sind nämlich Pfeifen, die sie hat. Sie selbst hätte das auch richtig erkannt. 65 Millionen Kilowatt ist das richtig, gebraucht werden. Derzeit haben wir, pass auf, jetzt sagt sie das sehr exakt, derzeit haben wir mehr als 30 Millionen Kilowatt, das ist auch wieder Kilowatt, sie sagt Kilowattstunden, ist falsch, Kilowatt, haben wir mehr als 30 Millionen Kilowatt Solarenergie. Wir haben nämlich 32 Millionen Kilowatt. Also die 30, also die Rundung ist ihr geschenkt, war ist klar. Sie sagt auch mehr als, sehr klug, sehr klug. Sie weiß, was sie sagt. Mehr als 30, so, jetzt geht er weiter. Soweit gut, denn jetzt sagt sie nur gut. Also ein bisschen mehr wie 30, nämlich 31. Wir haben 31 Gigawatt Wind. 31. Was sagt sie? Gut. Ja, also da sieht man schon vom Tonfall her, ist das nicht so viel mehr wie eben die Sonne. Denn die Sonne, da müsste sie 32 sagen und beim Wind 31. Also gut, 31 Windenergie zur Verfügung. Also die Energie ist falsch, also Leistung müsste das heißen und die Stunde muss weg. Dann ist alles richtig. Zu bestimmten Zeiten des Tages sei aber keiner von beiden vorhanden, habe ich eben nachgewiesen. Keiner von beiden vorhanden. Zu bestimmten Zeiten weniger, aber einige. Weniger sind keine von beiden vorhanden. Hat sie auch richtig beobachtet. Sodass fast nochmal so viel Leistung aus konventionellen Kraftwerken herbeigeschafft werden muss. Alles richtig, was sie sagt. Sehr richtig. Das heißt, so, jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Hier mal werden. Erneuerbare und konventionelle Energien müssen in ein vernünftiges Verhältnis gebracht werden. Folgert daraus die Bundeskanzlerin. Auch richtig. So, aber wenn man das jetzt ernst nimmt, was sie da sagt, müssen in ein vernünftiges Verhältnis gemacht werden. Dass jetzt hier mit 30 plus 30, oder ja, 32 plus 31, ist in Relation zu 61, zu 65, was sie richtig erkannt hat, ja schon zu viel. Wir brauchen ja mindestens 30, an Mindestleistungen für thermische Kraftwerke. Also sie sagt richtig, das ist jetzt schon unvernünftig. Was hat, wenn man das jetzt logisch folgert, hat sie damit jeden weiteren Zubau in Wind und Sonne verboten. Oder zumindest als unvernünftig klassifiziert. Das ist, was sie da gesagt hat hier, das ist zu vergleichen mit dem, was der Schabowski sagte, als er vorgelesen hat, die Mauer ist auf. Das ist genau das Gleiche. Der Schabowski wusste auch nicht, was er sagt. Die Tragweite dieses Abschnittes hier ist der Bundeskanzlerin offenbar gar nicht bekannt. Im Prinzip, also ich kann, wenn Sie das lesen, was da steht, heißt, das ist ja, also sie sagt ja selbst, das ist ja schon unvernünftig. Wir müssen das in der Vernunft, wir müssen abbauen. Wir müssen schon vorhandene Wind- und Sonnenanlagen wieder zurückbauen, damit das vernünftig wird. Sie hat das gesagt, was der Schabowski an dem Abend sagte, und dann natürlich war er noch erfreulich, so wie jetzt hier. Das ist klar. Und warum das so ist, meine Damen und Herren, das können Sie hier, das ist eine Darstellung vom, der Meinung von Politikjournalisten. Gucken Sie mal, was von Allensbach. Also Allensbach ist eine seriöse Umfragegesellschaft. Wir haben mal Politikjournalisten befragt, wie Sie über Energiefragen denken. Ich mache Schluss. Ja, okay. So, bei den CDU-Leuten, haben die festgestellt, dass die 35% oder so bei CDU zuneigen, aber von den Politikjournalisten nur 14%. Erstaunlich. Bei der SPD ist so halb, so ungefähr gleich, 23, 24 ungefähr dasselbe. Bei der FDP ist auch ungefähr dasselbe.
bei den Grünen, die so bestimmte Energievorstellungen haben, da sind es in der Bevölkerung sind es so 11 oder 12%, aber Politikjournalisten sind es 42%. Das heißt, was sie in der Presse lesen, das ist das, was sie hier, was die verkünden hier. Deswegen ist das so irreführend, was man heutzutage in der Presse liest. Ist auch klar, ich mache mir keinen Vorwurf, kann ja jeder denken, was er will. Aber die Verteilung unserer Medienmacher ist eben atypisch zu der Verteilung der Menschen unseres Landes. Ja, warum das jetzt so ist, das ist eine interessante Frage. Aber es ist so. Und deswegen können Sie so manches verstehen. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Tatsache ist, dass mit jedem Windrad und mit jeder Photovoltaikanlage, die da ist oder auch noch hinzukommt, wird der Strom für alle teurer und im Sinne von Herrn Bernser teurer und weniger zuverlässig. Das wird ja nicht mehr zuverlässig, sondern wird weniger zuverlässig. Von daher ist es auch rational kaum zu verstehen, dass, wenn Sie eine Umfrage machen, bin ich überzeugt, dass 80, meine Mutter würde auch sagen, Energiewende ist was Tolles. Und dann sagt sie, mein Sohn hat aber gestern gesagt, das wäre ja nicht so toll. Aber jetzt haben nicht alle Mütter einen Sohn, der ihr das sagt. Vom Gefühl her, mit Wind und Sonne, war die immer begeistert. Und ich auch. Weil wenn wir Wind aus Wasser, Wind und Sonne machen können, ja, was Schöneres gibt es nicht. Das wäre das Paradies auf Erden. Aber in der Bibel steht da schon, das Paradies ist irgendwann uns nicht beschienen. Die waren böse gewesen, die da drin waren. Und seitdem müssen wir Dornen und Disteln haben. Und die Dornen und Disteln ist eben das, dass wir Energie aus einer breiten Palette generieren müssen. Immer prüfen, wie es besser geht. Klar, wenn es mal mit in die Sonne geht, ist es okay. Aber wir können uns das für uns auf Dauer, für unsere Kinder, und ich habe auch 4 Kinder, und nicht leisten. Ich habe nicht mehr darunter zu leiden, meine Kinder werden darunter zu leiden haben. Ich habe zu den chinesischen Studenten gesagt, ich bin überzeugt, die bauen ja auch sehr viele Kernkraftwerke jetzt neu und lernen dazu. Ich hoffe, dass die sicherer bauen wie Japan oder auch wie Deutsche jetzt ist. Dass meine Enkelkinder, so, ich weiß, wie mühsam das ist, wenn die Studenten, die Chinesen nach hier kommen, müssen hier zuerst mal Deutsch lernen. Deutsche Sprache ist ja nicht so ganz leicht. Wenn meine Enkelkinder aber demnächst nach China studieren müssen und die müssen demnächst mal Chinesisch lernen, dann bedauere ich die. Dann habe ich es besser gehabt. Schönen Dank. Applaus